Im nächsten Abschnitt befassen wir uns jetzt mit den sogenannten Peano-Axiomen. Die natürlichen Zahlen kennt jeder von uns, und zwar seit seiner Kindheit an. 1, 2, 3, das scheint uns fast wie Gott gegeben, jedenfalls ganz natürlich zu kommen. Schon kleine Kinder lernen als erstes, dass man weiterzählen kann. Nach 1 kommt 2, nach 2 kommt 3, nach 3 kommt 4 und so weiter, immer weiter und immer weiter. In der Volksschule zählen die Kinder gern bis 100 und Musterschüler zählen sogar vielleicht bis 1000. Jedenfalls, man merkt dann bald, man kommt mit diesen Zahlen an kein Ende. Es gibt immer noch die nächste Zahl und die nächste Zahl und die nächste Zahl und so weiter. Also es geht los, ganz harmlos mit 1, 2, 3. Das hört nicht auf, es geht bis ins Unendliche sozusagen. 1, 2, 3, Unendlichkeit. Deswegen heißt dieser Vortrag so, übrigens dieser Titel 1, 2, 3, Unendlichkeit ist gestohlen. Er stammt von einem hervorragenden Buch des großen Wissenschaftlers George Gernow. Also jede dieser Formeln, wie wir sie kennengelernt haben, jede dieser Formeln A von N, macht unendlich viele Behauptungen, stellt unendlich viele Behauptungen auf für jede Zahl N eine. Und es scheint zunächst ganz unglaublich, dass man etwas beweisen kann, in endlicher Zeit unendlich viele Behauptungen beweisen kann. Da ist eben diese Methode der vollständigen Induktion eine hervorragende Methode, eine äußerst wirksame Methode, eine Schlüsseltechnologie sozusagen. Viele Formeln kann man auch auf andere Art beweisen. Und manche Formeln kann man nicht durch vollständige Induktion beweisen. Aber zunächst einmal, die vollständige Induktion ist etwas, das sehr oft funktioniert und das Ihnen sehr, sehr oft im Laufe Ihres Studiums begegnen wird. Was hat es damit eigentlich auf sich? Nun, um auszuholen, in der Geometrie hat man sich schon seit den alten Griechen mit der Vorstellung angefreundet, dass so eine Theorie, eine mathematische Theorie, von gewissen Aussagen ausgeht, die man als nicht hinterfragbar akzeptiert und dann aus diesen Aussagen alles Weitere durch logische Schlüsse herleitet. Euklid hat solche Aussagen aufgestellt, durch die zwei Punkte geht eine Gerade und so weiter. Und aus diesen Axiomen hat man dann alles Weitere herleiten können. Interessanterweise für die Lehre von den natürlichen Zahlen 1, 2, 3 hat man erst im 19. Jahrhundert gespürt, dass man da auch Axiome braucht. Auch irgendwelche Aussagen, die nicht weiter hinterfragt werden und von denen man alles Weitere dann durch logische Schlüsse herleiten kann. Der erste, der draufgekommen ist, war der Italiener Giuseppe Peano. Diese Peano-Axiome, also sie werden auch manchmal die Axiome von Peano und Dedekind genannt, weil der deutsche Mathematiker Dedekind, der war auch sehr nah dran. Diese Peano-Axiome lauten folgendermaßen. Die natürlichen Zahlen, die bilden eine Menge. Die nennt man Groß N. Und auf dieser Menge gibt es eine Abbildung. Also es gibt eine Abbildung S von der Menge der natürlichen Zahlen N in die Menge der natürlichen Zahlen. Diese Abbildung heißt die Nachfolgerabbildung. Und diese Abbildung, da stellen Sie sich vor, ordnet jeder Zahl die nächste Zahl zu. Also der 3 die 4, der 10 die 11 und so weiter. Das ist die Nachfolgerabbildung. Und diese Abbildung hat folgende Eigenschaften. Zunächst einmal ist sie injektiv.
Injektiv heißt, dass zwei verschiedene Zahlen dann auch zwei verschiedene Nachfolger haben werden. Weiters gilt, es gibt ein Element, das nicht ein Nachfolger ist von irgendwas. Dieses Element nennt man 1. Diese 1 liegt nicht im Bild dieser Abbildung groß S. 1 ist kein Nachfolger. Und schließlich, das ist das Letzte, wenn Sie eine Teilmenge der natürlichen Zahlen haben, so eine Teilmenge M, die die Eigenschaft hat, dass die 1, dieses besondere Element, zu M gehört, und die weitere Eigenschaft die, dass immer wenn N, die Zahl N in Groß M ist, auch ihr Nachfolger S von N in Groß M ist, wenn das gilt, wenn M so eine Teilmenge ist, dann ist M schon die gesamte Menge N der natürlichen Zahlen. Also diese letzte Aussage sagt im Wesentlichen, die vollständige Induktion funktioniert. In diesem Sinn sind die natürlichen Zahlen gerade die Menge, wo die vollständige Induktion funktionieren muss. Also die natürlichen Zahlen sehen dann so aus. Da gibt es eine 1, die ist nicht Nachfolger von etwas. Und die 1 hat aber einen Nachfolger. Jede von diesen Zahlen, Kugeln hier auf der Zeichnung, hat einen Nachfolger, außer die 1. Also alle Zahlen haben einen Nachfolger, natürlich auch die 1. Aber 1 ist selbst kein Nachfolger. Die natürlichen Zahlen sehen nicht so aus, dass jede Zahl ein Nachfolger ist. Also zum Beispiel, wenn Sie an die ganzen Zahlen denken, also zu den natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, auch noch dazu kommt die 0 und minus 1 und minus 2 und so weiter, wenn Sie dort an die natürliche Nachfolgerabbildung denken, dann gibt es, dann ist jede dieser ganzen Zahlen Nachfolger von irgendeiner Zahl. Ja? Also da hört dann dieser Streifen weder rechts auf noch links. Das ist für die natürlichen Zahlen nicht der Fall. Die natürlichen Zahlen haben einen Anfang. Sie haben ein Element, das nicht Nachfolger ist. Die natürlichen Zahlen sehen auch nicht so aus, dass das Ganze im Kreis geht. Ja, dass man, wenn man weiterzählt und weiterzählt und weiterzählt, man irgendwann wieder zu dem Ausgangspunkt zurückkehren kann. Nicht? Weil die 1 ist eben so ein Element, zu dem man nie zurückkommen kann. Die natürlichen Zahlen sehen auch nicht so aus, dass diese Aufeinanderfolge sich irgendwann einmal aufspaltet in zwei oder mehr Linien, ja, weil Nachfolger ist ja eine Abbildung. Und eine Abbildung ordnet jedem Element genau ein Element zu. Und es sieht auch nicht so aus, dass sich da zwei solche Linien verschmelzen können, weil unsere Abbildung ist ja injektiv. Verschiedene Zahlen haben verschiedene Nachfolger. Und die natürlichen Zahlen sehen auch nicht so aus, dass neben dieser Reihe 1, 2, 3, also der Nachfolger von 1 und dem Nachfolger vom Nachfolger von 1 und dem Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger von 1 und so weiter, dass es dann noch eine andere Reihe gibt, die da irgendwie noch in der Luft hängt. Ja? Und warum gilt das nicht? Weil wir eben diese dritte Voraussetzung gehabt haben, dass die vollständige Induktion funktioniert. Und sonst könnten Sie sagen, ja, dann nehme ich einfach die Teilmenge groß, für die Teilmenge groß M, die obere Reihe von Elementen. Die erfüllt dann die Eigenschaft, dass 1 dazugehört und mit jedem Element, das dazugehört, auch das Nachfolgeelement dazugehört. Aber sie ist trotzdem nicht die gesamte Menge, weil da unten ist dann noch eine Reihe von Elementen, die nicht erfasst werden dadurch. Und aus demselben Grund schaut die Menge der natürlichen Zahlen auch nicht so aus, dass da neben 1, 2, 3 und so weiter auch noch irgendwo ein anderer Ring von Elementen
existiert, die untereinander mit der Nachfolgeabbildung, die Nachfolgeabbildung verbunden sind. So, also die natürlichen Zahlen sind 1 und der Nachfolger von 1, den nennt man 2, und der Nachfolger von 1, das ist die 3 und so weiter. Und mit den natürlichen Zahlen kann man ja nicht nur zählen, man kann auch addieren und multiplizieren. Und das geht so. Peano definiert die Addition wie? Natürlich durch vollständige Induktion. Er sagt, nehmen wir irgendein Element A, eine natürliche Zahl, dann definieren wir A plus 1, das definieren wir als den Nachfolger von A, S von A. So wissen wir also, wie wir zu einer Zahl A 1 dazu addieren können. Und wenn wir zu A die Zahl n dazu addieren können, wenn das bereits definiert ist, A plus n, dann definieren wir als nächstes A plus den Nachfolger von n und das definieren wir ganz einfach als den Nachfolger von A plus n. Sie sehen, der Nachfolger von A plus n, der ist ja schon definiert. Und jetzt haben wir auch, also nach A plus n, auch A plus s von n definiert. Und auf diese Weise können wir A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4 und so weiter herleiten und also die Addition von natürlichen Zahlen definieren. Und genauso definiert Peano auch, oder ganz ähnlich, definiert Peano auch die Multiplikation. Gehen wir aus von einer natürlichen Zahl a, dann definieren wir zunächst einmal, was a mal 1 heißt, nach Definition einfach a. Und wenn wir dann a mal n schon definiert haben, dann definieren wir als nächstes a mal dem Nachfolger von n. Und das definieren wir als nun, a mal n, das wir schon kennen, plus a. Addieren einfach a dazu. Somit ist die Addition und die Multiplikation für natürliche Zahlen definiert. Und sie ist definiert durch diese Eigenschaft, durch diese vollständige Induktion. Was man dann zeigen kann, ist, dass diese Definitionen korrekt sind und dass die Operationen den üblichen Regeln gehorchen. Also, dass Multiplikation und Addition assoziativ sind, kommutativ sind und dass man Multiplikation und Addition über die Distributivität miteinander verbunden sind und so weiter. Wenn man diese Regeln nachprüfen will, verliert man viel Zeit. Ja, das ist keine Kleinigkeit, das nachzuprüfen. Aber im Wesentlichen hat durch diese Definition der Peano-Axiom und die Definition der Addition und der Multiplikation hat die gesamte Lehre von den natürlichen Zahlen eine feste Basis. Alles, was bewiesen wird, lässt sich als Theorem gilt, lässt sich aus den Peano-Axiomen herleiten.